Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Wintersemester in der Einführung in die Medienpädagogik. Ich denke mal, dass Sie ganz viele Fragen mitgebracht haben. Einführung in die Medienpädagogik. Medienpädagogik, was ist das? Zu den Vorlesungsinhalten, auch zu den Fragen, wie kann man einen Schein erwerben, wie bekomme ich die Studienleistung, kann man eine Modulprüfung machen und worum geht es eigentlich bei dieser Medienpädagogik? All das sind die Fragen, die Sie mitgebracht haben und ich verspreche Ihnen, wenn wir heute hier auseinandergehen, haben Sie für die meisten dieser Fragen eine Antwort. Und wenn wir nicht direkt eine Antwort finden, dann versuchen wir sie gemeinsam zu finden. Also ich versuche heute alle Fragen, die Sie mitgebracht haben, zu beantworten. Wenn das in der großen Runde nicht reicht und wenn Ihre Frage zu persönlich ist, der Tutor und ich sind nach der Veranstaltung immer hier im Raum und haben entsprechend dann noch Zeit, persönliche Fragen zu beantworten. Aber alle Fragen, die wir im großen Kreis klären können, klären wir im großen Kreis. Aber bevor ich Ihre Fragen beantworte, habe ich Fragen an Sie. Und ich nenne das meine medienpädagogische Sportstunde. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Aus mehreren Gründen mache ich diese medienpädagogische Sportstunde. Erstens, Sitzen ist das neue Rauchen. Zu viel Sitzen ist nicht gut und deswegen brauchen wir Bewegung. Sie, wir alle. Und der zweite Grund, warum ich das gerne mache, die medienpädagogische Sportstunde, das sieht von hier vorne einfach echt sehr lustig aus. Die medienpädagogische Sportstunde funktioniert ganz einfach. Ich stelle Ihnen eine Frage und wenn diese Antwort auf die Frage für Sie zutrifft, dann stehen Sie auf. Ja, ich weiß, das ist blöd mit den Laptops und so, aber es ist kein Thema. Einfach zur Seite räumen oder nach hinten und dann funktioniert es. Okay, Sie sind bereit? Ist für die Gesundheit, ja? Okay. Einige haben sich ziemlich wohnlich eingerichtet, das dauert dann ein bisschen. Aber für die Gesundheit machen wir das. Okay, also erste Frage. Wer von Ihnen ist im ersten oder zweiten Semester? Ui, okay. Wenn Sie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, Ihre Kohorte mal kennenlernen wollen, einfach nach rechts und links schauen. Vielen Dank. Willkommen an der PH. Wer von Ihnen ist im dritten und vierten Semester? Ui, auch einige. Sehr gut. Willkommen auch Sie. Wer von Ihnen ist im fünften und sechsten Semester? Ah, da werden es schon ein bisschen weniger. Und wer ist siebtes Semester plus? Ja, das ist keine Schande. Sie sind genauso willkommen. Wunderbar, hervorragend. Sehr gut. Und wer noch drüber? Definitiv ich. Ich glaube, ich bin jetzt im 42. oder 43. Semester. Irgendwie sowas. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Wer von Ihnen hat schon mal ein Seminar oder eine Vorlesung zur Medienpädagogik besucht? Einige auch, sehr gut. Aber alle anderen, die jetzt nicht stehen, es ist ja die Einführung in die Medienpädagogik, deswegen ist das natürlich keine Voraussetzung, dass Sie irgendwas Medienpädagogisches schon besucht haben. Oder bringt irgendjemand von Ihnen praktische Erfahrungen aus der Medienpädagogik mit? Ah, niemand, okay. Ah, doch, ja, einer, also genau, wunderbar. Gibt es von jemandem von Ihnen die oder der praktische Erfahrung schon aus der Schule oder aus einem anderen pädagogischen Berufsfeld mitbringt? Erwachsenenbildung, Kindertagesstätte. Oh, einige, ja. Einige. Vielen Dank. Und wer von Ihnen hat schon etwas ganz anderes mal vorher studiert oder sogar eine Berufsausbildung? Auch einige.
Okay, und jetzt die letzte Frage und dann haben Sie es auch schon geschafft. Ich bräuchte 3 Freiwillige. Wer hat Mut von Ihnen? 3 Freiwillige bräuchte ich. Ja, wunderbar. Applaus für die erste Freiwillige und für die zweite und dritte. Wunderbar, hervorragend. Jetzt haben wir zu viel. Ja. Ich wollte gerade noch Werbung machen. Sie dürfen gerade mal nach vorne kommen, weil Sie sind ja freiwillig, ne? Ich bräuchte 3 Freiwillige, wie gesagt. Und ich wollte gerade noch Werbung machen, dass Sie sich melden, aber das musste ich ja bei Ihnen gar nicht. Sie haben sich ja vorher schon gemeldet. Ja, nochmal kurz Applaus für die 3 Freiwilligen. Dankeschön. Ich hatte nämlich eine Sache noch vergessen zu sagen. Das kriegen Sie jetzt sozusagen so. Ich wollte nämlich, damit Sie auf jeden Fall 3 Freiwillige finden, das hier noch anbieten. Das nennt sich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das nennt sich Buch. Das ist ein Buch. Es ist etwa so wie ein E-Book-Reader oder ein Tablet, nur ohne Akku und entsprechend sparsam, energiesparsam, umweltfreundlich und trotzdem viel interessantes Wissen drin. Also diejenigen, die sich hier zur Verfügung stellen, ich erzähle Ihnen gleich, was Sie machen müssen, diejenigen, die Sie dürfen zum Dank hier sich eins mitnehmen. Also, wir haben Folgendes vor. Und vielen Dank nochmal, dass Sie sich bereit erklärt haben. Hier habe ich nämlich Zettel, auf denen mit großen Druckbuchstaben ein Begriff aus der Medienpädagogik steht, einer der zentralen Begriffe. Und Sie dürfen diese Begriffe pantomimisch darstellen. Ich nehme es mal vorweg, es ist nicht einfach, ja? Aber Sie sehen so aus, als könnten Sie das richtig gut. Und Sie haben die Aufgabe, diesen Begriff zu erraten. Sie dürfen das wie folgt machen. Sie dürfen einfach reinrufen, wie beim Pantomime-Spielen auch. Wichtig ist nur, dass Sie nicht sagen, ja, das war's, sondern erstmal einfach weitermachen. Alle 3 Begriffe und wir dann nochmal klären, wer den richtigen Begriff genannt hat. Sie sollten sich aber merken, wenn jemand den richtigen Begriff genannt hat, wer ihn genannt hat. Okay? Soweit? Ich gebe Ihnen jetzt die 3 Zettel. Wichtig ist, dass Sie sie für sich nur lesen, also nicht hier in die Luft halten und danach am besten den Zettel in die Hose stecken. Essen, in die Hose stecken oder essen. Genau. Ist es lesbar soweit? Sie nicken? Okay. Gut. Vorweggenommen, es ist nicht einfach. Und Pantomime ist klar, Sie dürfen nicht sprechen, ne? Sondern nur darstellen und möglichst nichts nutzen, also hier nicht ein Buch nehmen oder ähnliches. Okay, Sie denken darüber nach nochmal. Wer von Ihnen mag zuerst? Sehr gut. Sie dürfen reinrufen. Profi. Experte, Lernfortschritt höre ich. Forschung. Was? Wollen wir sie erlösen? Ja, vielen Dank erstmal. Wunderbar. Das war der erste Begriff. Das war der erste Begriff. Wer von Ihnen macht weiter? Ja? Aufhängig,
TikTok, Social Media. Instagram. Medienpädagogik. Social Media. Müssen Sie erlösen. Ja. Vielen Dank auf Ihnen, wunderbar. Der letzte Begriff ist gar nicht so leicht. Ne? Bibliothek. E-Books. Recherche. Sie sind richtig gut. Also da kamen jetzt einige Begriffe zustande. Ich würde sagen, wir erlösen auch Sie, oder? Okay. Ich hab die Begriffe, einige der Begriffe hab ich gehört. Lassen Sie uns mal auflösen. Wir fangen vorne an. Wir fangen bei Nummer 1 an, Begriff Nummer 1. Was hatten Sie dargestellt? Darf ich sagen, wer oder wo der gekommen ist? Ja, ja. Weil es wurde erraten, es kam irgendwo hier aus dieser Ecke und es war Medienkompetenz. Also erster Begriff war Medienkompetenz. Ja. Super. Was war der zweite Begriff? Also bei mir kam es aus der Mitte und es war auch Medienkompetenz. Okay, tatsächlich. Und was war der dritte Begriff? Auch Medienkompetenz. Vielen Dank, Ihnen. Und wenn Sie wollen, dürfen Sie sich eins aussuchen. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen, vielen Dank Ihnen dreien nochmal. Die unterhalten sich jetzt noch über die Bücher, welches das nehme und so. Und wir unterhalten uns über Medienkompetenz. Ja, Medienkompetenz ist die zentrale Zielperspektive der Medienpädagogik. Und ich würde sagen, all das, was Sie jetzt geraten haben, war zumindest nicht Medienkompetenz. Oder anders gesagt, versuchen wir nochmal zu fragen, wer hat denn eine Vorstellung, also könnte jemand erklären, was ist Medienkompetenz? Ja. Ja, selbstständiges Lernen, umgehen mit Medien, gut. Wollen Sie noch ergänzen? Ja? Sagen Sie es noch mal ein bisschen lauter. Also, die Kompetenz der Medien zu gehen, Verantwortung. Mhm. Ja, ja, verantwortungsbewusst, das ist ein gutes Stichwort. Ich wünschte, wir hätten die Catchbox. Wir haben nämlich eigentlich extra hier eine Catchbox dafür, dass man sie besser hört. Das ist so ein Mikrofon, das man werfen kann.
Die haben nur leider vergessen, uns den Receiver mitzugeben. Die Technik ist hier gerade ein bisschen schwierig, deswegen ist das Bild auch so klein. Tja. Aber Sie wollen noch was zur Medienkompetenz sagen? Ich hätte Medienkompetenz als in der Lage zu sein, Medien zu nutzen, einzuschätzen und zu verarbeiten. Ah ja, zu nutzen, einzuschätzen und zu verarbeiten. Guter Punkt, ja. Was wollen Sie ergänzen? Sie hatten sich aufgemeldet, oder? Ja, schon genannt. Hat sich erledigt, okay. Interessant ist, dass Medienkompetenz tatsächlich, Sie haben jetzt schon mehr Facetten genannt, Sie beide, und tatsächlich ist Medienkompetenz noch mehr. Und wenn Sie auf eine, wenn Sie auf die Fußgängerzone oder auf den Marktplatz von Ludwigsburg gehen und fragen, was ist Medienkompetenz, dann ist häufig die Antwort, naja, das wird wahrscheinlich die Kompetenz sein, Medien zu bedienen. Und in dieser Aussage sind, hat niemand von Ihnen gesagt, aber in dieser Aussage sind zwei Aspekte problematisch. Das erste Problem ist, dass häufig, und das kennen Sie ja aus Ihrem Studium, beziehungsweise wenn Sie im ersten und zweiten Semester sind, werden Sie es im Laufe des Studiums noch intensiver kennenlernen, dass ganz viele Begriffe, die man im Alltag so nutzt, selten das bedeuten, was sie gerade im akademischen, wissenschaftlichen Kontext auch bedeuten werden. Das heißt, hinter jedem einzelnen Begriff, wie jetzt auch Medienkompetenz als Zielperspektive, verbirgt sich eigentlich noch eine viel weitere Welt. Also man stößt die Tür auf und da kommt richtig viel zur Medienkompetenz. Deswegen ist es in den seltensten Fällen nur die Kompetenz, Medien zu bedienen. Also eine reine kurze Übersetzung. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Ich weiß nicht, ob Sie mal über diesen Begriff des Bedienens nachgedacht haben. Und der finde ich so im Kontext von KI-Technologie, KI, textgenerierende KI, Dialogsysteme, letztes Jahr war ganz aktuell ChatGPT, vielleicht jetzt immer noch teilweise. Da bekommt dieser Begriff des Bedienens so eine ganz andere Bedeutung. Was bedeutet es nämlich eigentlich, also müssen wir mal drüber nachdenken, wenn wir sagen, wir alle sollten Medien bedienen können. Wir alle sollten Technik bedienen können. Und dann frage ich mich, warum sollen wir Menschen eigentlich der Technik dienen? Müsste das nicht eigentlich genau andersrum sein? Und tatsächlich hat das etwas mit der Technikgeschichte zu tun, streng genommen mit der Industrialisierung. Der teuerste Produktionsfaktor damals, vor nicht ganz so langer Zeit, war die Maschine. Die Maschine musste laufen und der Mensch musste sich an die Maschine anpassen, damit die Maschine möglichst, als teuerster Produktionsfaktor, möglichst viel produzieren konnte. In dieser Zeit macht dieser Begriff des Bedienens tatsächlich Sinn. Nämlich da dient der Mensch der Maschine, damit die Maschine entsprechend viel produzieren kann. Aber aus heutiger Sicht muss man da echt mal drüber nachdenken. Also geht es eigentlich noch darum, dass wir Medien bedienen können müssen? Sondern geht es nicht eher andersrum darum, dass uns die Technik unterstützt, dass uns die Technik dient? Sie wollen noch was ergänzen? Ja, ich dachte immer jetzt, dass Sie auch das Lernstück haben, weil wir tun ja quasi auch das System, die wir in der Situation haben. Ich hätte diese Information gar nicht. Vielleicht haben wir ja keine Probleme, als System, die wir haben. Ah, okay, jetzt hätte ich mir die Catchbox gewünscht, weil Sie waren teilweise recht leise. Genau, wir füttern. Tatsächlich ist die KI insofern ein Doppelbeispiel, haben Sie sehr richtig gesagt, dass wir sie ja mit unserem Wissen versorgen. Also wenn eine KI angelernt wird, nämlich mit den Trainingsdaten, das sind in der Regel Daten, die wir Menschen aggregiert haben im übertragenen Sinne. Genau. Ja.
Ja, Sie sehen, wir pieksen nur kurz rein und man könnte noch viel, also an vielen Punkten noch mal weiterdenken. Ich stoße die Tür zur Medienkompetenz nur einen kleinen Spalt auf, weil das wird ja Thema im Laufe der Vorlesung sein. Und heute geht es ja im Wesentlichen darum, Orientierung zu geben, Fragen zu beantworten und Ihnen noch alle organisatorischen Infos zu dieser Veranstaltung zu geben. Das sind so die Modelle bzw. die Medienkompetenz-Modelle und Konzepte, mit denen sich meine Community, aber lange noch nicht alle, das sind eigentlich noch viel mehr, meine Community beschäftigt hat. Und insofern was Besonderes des Jahres 2023, dass das Konzept vor ziemlich genau 50 Jahren von dem ersten genannten, nämlich von Dieter Barke, der hat das Thema 1973 in seiner Habil behandelt und hat damit so den konzeptionellen Grundstein der Medienkompetenz gelegt. Das heißt also, das Konzept Medienkompetenz, mag man gar nicht meinen, ist tatsächlich schon 50 Jahre alt. Wir haben das genutzt, die LBZM, die Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, ist eine Online-Zeitung, die wir hier in Ludwigsburg herausbringen, und haben die Community eingeladen, anlässlich dieses Jubiläums dazu etwas zu schreiben, zur Frage, was brauchen wir Menschen eigentlich in einer mediatisierten, digitalisierten Welt. Wenn Sie wollen, kleiner Werbeblock, schauen Sie ruhig mal rein, LBZM, Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, ist eine Online-Zeitung, die natürlich Open Access ist, also das heißt, man kann alle Beiträge, die da verfasst wurden, kann man frei lesen. Und eben zu diesem Thema Medienkompetenz und aus heutiger Sicht und eben auch mit dem Rückblick auf 50 Jahre Medienkompetenz. Vielleicht fragen Sie sich aber jetzt nun, jetzt sitzen hier so viele Menschen gerade, angemeldet sind immer für diese Vorlesung, je nach Sommer- oder Wintersemester, zwischen 300 und 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Warum interessiert das Thema Medienpädagogik so viele angehende Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen? Einige von Ihnen sagen, ja, es ist eine Pflichtveranstaltung, stimmt. Aber warum ist das tatsächlich für angehende Lehrerinnen und Lehrer, nehmen wir jetzt mal beispielsweise raus, können wir gleich noch für den Pädagoginnen und Pädagogen, warum ist das Thema Medienpädagogik bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern wichtig? Ja, genau, Sie wissen es. Vielen Dank. Sie haben gleich drei Aspekte genannt, die ich nochmal betonen möchte. Das eine ist der Aspekt, wir haben Medien auch zunehmend im Unterricht. Sie haben das Beispiel Tablet genannt, was ein sehr schönes Beispiel ist. Da werden wir im Rahmen der letzten Vorlesung, werde ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, was man alles mit Tablets in der Schule tatsächlich machen kann. Da sprechen wir dann von dem Bereich der Mediendidaktik, also dem Lehren und Lernen mit Medien. Und dann haben Sie noch einen zweiten Aspekt genannt. Ja, es geht ja auch darum, Schülerinnen und Schüler haben immer früher ein Handy, gehen ganz selbstverständlich damit um. Wie geht man damit eigentlich kritisch, selbstbestimmt, kreativ eventuell auch um? Und auch das ist ein Aspekt, nämlich das ist der Aspekt des Lernen über Medien. Also etwas zu lernen, was muss ich eigentlich über Medien wissen als Schülerinnen und Schüler? Ja, streng genommen eigentlich jeder Mensch. Was muss jeder Mensch über Medien wissen? Genau. Es gibt aber jetzt speziell für Lehrerinnen und Lehrer, für angehende Lehrerinnen und Lehrer, gibt es noch einen weiteren Aspekt, der darüber hinausgeht. Sagt Ihnen das Stichwort Leitperspektive etwas? Wissen Sie, was die Leitperspektive ist? Also hier im Ländle nennt man das Leitperspektive. Und es gibt nicht nur die Leitperspektive Medienbildung, sondern es gibt noch ein paar Leitperspektiven mehr. Aber die Preisfrage ist, wer weiß von Ihnen, was mit Leitperspektive hier gemeint ist? Klammer auf, dazu muss man sagen, in den Bundesländern ist es immer ein bisschen unterschiedlich, wird es entsprechend die Implementierung von Medienpädagogik in Schule und Unterricht, wird sehr unterschiedlich gehandelt. Hier im Ländle ist es die Leitperspektive, die man als Idee
auserkoren hat, 2016, Bildungsplan, da steht die Leitperspektive Medienbildung. Aber was heißt das eigentlich, Leitperspektive? Wer weiß es? Ja? Ja, ja, so ein allgemeines Ziel, stimmt. Aber was heißt das konkret? Was heißt das jetzt für diejenigen, die, ja? Das Land Baden-Württemberg ist irgendwie wahrscheinlich Kulturministerium oder was? Kultusministerium, ja. Haben sich entschieden, wir wollen in diese Richtung bewegen und das quasi als Leitplanke, als Wegweiser aufgestellt. Und das ist leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es sehen möchte, ein zentraler Bestandteil der Lehrpläne und der Schulungspläne für Lehrer und Lehrerinnen und Pädagogen. Ja, ziemlich gut, fast. Sie sagen, ein zentraler Bestandteil der Lehrpläne, ja, sogar noch ein bisschen mehr, weil es nämlich nicht in den Lehrplänen explizit drinsteht, sondern, aber Sie wissen es. Sie haben? Über die Authentizität des Lehrplans parallel laufend mitvermittelt werden sollen. Genau, ja. Was sich aber so einfach anhört, wenn Sie das sagen, heißt tatsächlich, dass alle von Ihnen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, egal, ob Sie Mathematik, Deutsch, Sport, Physik, was auch immer Sie studieren, nebenbei bitte Medienbildung machen sollen. Und das ist inhaltlich erstmal sinnvoll, weil tatsächlich Medien sind ja in unserer Welt omnipräsent. Sie sind überall. Insofern passen sie natürlich auch in jedes Fach. Didaktisch, ne, denken Sie zum Beispiel bei Mathematik, an die Perspektive, ne, was man mit der Kamera zum Beispiel zeigen kann, ganz easy. Und natürlich aber auch inhaltlich. Denken Sie an Deutschunterricht, an Literatur und an die Dinge, die wir jetzt auch bei der Pantomime geraten haben. Da waren ja ganz viele Anknüpfungspunkte, die Sie später, wenn wir uns über Medienkompetenz unterhalten, dann wieder entdecken werden. Das heißt also, es ist total sinnvoll, dass man das fächerübergreifend macht. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass dann jede angehende Lehrerin, jeder angehende Lehrer natürlich wissen muss, was Medienbildung überhaupt ist. Und idealerweise auch, hier sehen Sie es leider heute ein bisschen kleiner, weil der Beamer so klein ist, Mediengesellschaft, Medienanalyse, Information und Wissen, Kommunikation und Kooperation, Produktion und Präsentation, Jugendmedienschutz, informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz, informationstechnische Grundlagen. All das wird Thema sein hier in der Vorlesung. Und das ist natürlich die Voraussetzung. Und da sehen Sie schon auch ein paar Anknüpfungspunkte mehr zu dem, was Sie vorhin in der Pantomime geraten haben. Und das ist zumindest der Grund, warum es wesentlich ist, dass sich angehende Lehrerinnen und Lehrer mit Medienbildung befassen. Zumindest mal im Studium gehört haben. Und das ist auch der Grund, warum hier so viele Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen hier in der Aula sitzen. Und bei den weiteren Studiengängen, Kultur- und Medienbildung zum Beispiel, Bildungswissenschaften, Erwachsenenbildung und so weiter, sitzen ja noch einige Studiengänge hier. Hatte ich vorhin nämlich vergessen zu fragen, Sie aufstehen zu lassen. Machen wir jetzt aber nicht, weil Sie sitzen schon wieder so gemütlich genug jetzt mit Sportstunde. Also Sie merken schon, und da ist es natürlich genauso wesentlich, wenn man das mal so sieht, ja, unsere Welt hat sich verändert durch diese Medien und natürlich ist das auch dann in dem Moment ein Thema für alle pädagogischen Berufsfelder und nicht nur für die Schule. Für die Schule aber ein so wichtiges, dass man im Land, Sie hatten es gesagt, dass man hier im Ländle sich bereit erklärt hat, das als Leitperspektive zu definieren. Was eben erfordert, dass Sie alle die Gelegenheit haben sollen, Medienpädagogik zu studieren. Sieht man das jetzt mal über die Länder, kann man sagen, dass fast jedes Bundesland so etwas Ähnliches hat wie die Leitperspektive, also sich wünscht, dass Medienbildung in Unterricht und Schule thematisiert wird. Das hat auch was mit der KMK-Erklärung zu tun, mit der Erklärung der Kultusministerkonferenz von 2016, Bildung für eine digitale Welt. Und da steht relativ versteckt auf Seite 59, steht dann so, dass alle Kinder, Schülerinnen und Schüler, die bis zum
2018, glaube ich, hieß es, ne, die Erklärung war von 2016, dann bis 2018 eingeschult werden oder in die weiterführende Schule wechseln, die im Rahmen dieser Strategie formulierten Kompetenzen, im Prinzip geht es um Medienkompetenz, ne, unterm Strich, erlernt haben sollen, kennengelernt haben sollen. Wenn man aber jetzt mal schaut, gerade bundesweit, und wir haben das mal erhoben für die GMK, das ist ein Berufsverband der Medienpädagogen, und die DGFE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, konkret für die Sektion Medienpädagogik als Unterorganisation der DGFE, haben wir das mal erhoben, an wie vielen Universitäten und Hochschulen die Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden oder Lehrerinnen und Lehrer, kann man eigentlich Medienpädagogik oder im weitesten Sinne etwas Ähnliches studieren? Oder auch Mediendidaktik. Und wir haben was Schockierendes festgestellt. Wir haben festgestellt, es gibt 400 Hochschulen und Universitäten in Deutschland, an denen Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen ausgebildet werden. Aber nur, was schätzen Sie, an wie vielen kann man überhaupt medienpädagogische Inhalte studieren? Was schätzen Sie? Kann man jetzt einfach eine Zahl raushauen? Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte wären dann 200. Und tatsächlich gehe ich noch weiter, Sie wissen es? Oder? Ja? 20. 20 wäre echt schlimm, stimmt. Aber fast so schlimm, 50 sind es. Knappe 50. Und das ist natürlich krass, ja, wenn man sich vorstellt, dass das eine Leitperspektive ist. Und dann die Frage, wie soll ich eigentlich so eine Leitperspektive in meinen Unterricht einbauen, wenn ich das gar nicht im Studium studieren konnte. Und das gilt natürlich auch für die älteren Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen begegnen werden in der Schule, wenn Sie erst in der freien Wildbahn dann angekommen sind und feststellen, dass die Leitperspektive ja eigentlich eine ganz gute Idee ist, aber voraussetzungsreich, nämlich erfordert, dass Sie hier die Möglichkeit überhaupt bekommen, das zu studieren. Und dann bin ich persönlich sehr kritisch mit Veranstaltungen, die Pflichtveranstaltungen sind, weil Studium sollte was Freies sein, sollte freiwillig sein. Aber in Bezug auf die Leitperspektive, vielleicht ganz sinnvoll. Also so oder so, schön, dass Sie da sind und sinnvoll für die Leitperspektive im Ländle. Aber jetzt geht es ja hier um die Vorlesung. Und dann lassen Sie uns noch mal kurz über diese Vorlesung sprechen und natürlich die ganzen Fragen, die Sie mitgebracht haben. Haben Sie sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht, warum eine Vorlesung Vorlesung heißt? Weil immerhin ist es ja so, dass Ihnen ja hier niemand irgendwas vorliest. Oder doch? Also tatsächlich ist die Idee genau so, wie hier das Bild es nahelegt, dass ein Gelehrter, ein Lehrer, ich gender diesmal mit Absicht nicht, weil es waren damals tatsächlich nur Männer, vor seinen Schülern sitzt und aus seinem Buch vorliest. Die Schüler schreiben fleißig mit und wenn das Buch vollgeschrieben ist, dann wechseln die den Platz, ne? Irgendwann ist der nicht mehr und dann steht der Schüler vorne und erzählt seinen neuen Schülern dann aus seinem Buch und liest vor. Das tatsächlich ist die Idee der Vorlesung. Jetzt mal die spitzfindige Frage. Was ist dann eigentlich eine Vorlesung? Wenn das Ursprungsformat von Vorlesungen ist. Und ist Vorlesung, jetzt sind wir ja alle angehende Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Lehrerinnen und Lehrer, und da muss man sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen, ist so eine Vorlesung lernförderlich? Aber zunächst mal zur ersten Frage. Was ist das eigentlich, so eine Vorlesung? Jetzt mal nur analytisch, für die Spitzfindigen unter Ihnen. Ich lese vor und jemand anderes schreibt mit. Das hat ja nichts mit Lernen zu tun eigentlich.
Ja. Sagen Sie es ein bisschen lauter? Stille Postspiel, sehr gut, ja. Guter Punkt. Nicht so richtig ausgereift, ne? Sehe ich auch so. Ja, okay, sind wir uns einig? Denken Sie nochmal, also wir haben stille Postspiel, denken Sie nochmal so analytisch funktionell. Worum geht es hier letzten Endes? Was ist die Vorlesung historisch? Was ist die Vorlesung klassisch? Also definitiv, Sie haben es sehr richtig gesagt, definitiv didaktisch nicht ausgereift. Ja, also es geht hier nicht um lernförderliche Lernumgebung. Trotzdem machen wir es hier. Ist ein bisschen verrückt, oder? Ja, aber Sie haben die Idee. Exakt. Das ist nämlich genau die Idee der Vorlesung. Die Vorlesung ist die Möglichkeit, Wissen zu tradieren, Wissen weiterzugeben, Informationen weiterzugeben, von einer Generation zur nächsten. Und es ist im Prinzip aus der Not geboren, weil in der Zeit, aus der dieses Bild stammt, übrigens auch gar nicht so lange her, wenn man so will, hatten wir so etwas nicht, nämlich Speichermedien. Wir hatten keine DVD, wir hatten keinen Film, mit dem man hätte ein Bild aufnehmen können. Wir hatten nicht mal, auch das sind Speichermedien hier, ne? Wenn ich jetzt ein Buch oder ein Zettel, ja? Speichermedien. Die Vorlesung ist ein historisches Speichermedium. Trotzdem machen wir es an der Universität noch. Also muss man sagen, zur Ehrrettung der Vorlesung, eine richtig gute Vorlesung, wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, wie baue ich einen Stoff auf und wie entwickle ich den entsprechend so, dass diejenigen, die mir zuhören, möglichst gut folgen können und nehmen sie mit auf so eine Reise, ja? Ist ja auch eine schöne Sache. Also ich habe in meinem Studium habe ich richtig tolle Vorlesungen erlebt. Aber, und das hatten wir ja vorhin schon festgestellt, ist natürlich in Bezug auf Lernförderlichkeit und gerade wenn wir uns als Pädagoginnen und Pädagogen, angehende Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen, uns beschäftigen auch mit Lerntheorien und so, wie lernt man eigentlich am besten, da ist die Vorlesung nicht so dolle. Und streng genommen ist wirklich die Frage, wozu braucht man eigentlich eine Vorlesung, wenn wir diese Speichertechniken haben? Also man könnte ja einfach, nur mal so aus der Luft gegriffen, man könnte ja einfach hier jetzt eine Kamera mitlaufen lassen und das, was ich Ihnen erzähle, aufnehmen. Und dann zum Beispiel bei YouTube oder sonst wo einfach ins Netz stellen. Da muss ich nicht jedes Semester das Gleiche erzählen und Sie können es entsprechend sich anschauen. Können sogar an einer gewissen Stelle, an der Sie sagen, jetzt muss ich nochmal was notieren oder muss kurz um die Ecke was essen oder sonst irgendwas, könnten einfach Pause drücken. Auch praktisch. Oder nochmal zurückspielen. Was hat er damit gemeint? Habe ich nicht ganz verstanden. Zurückspielen. Ginge. Und dann hätte man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Also jetzt lassen Sie uns mal kurz drüber nachdenken. Was wäre denn sinnvoll oder auch aus lernförderlich, lerntheoretischer Sicht sinnvoll, was müsste man eigentlich in der Vorlesung mehr machen, damit eine Vorlesung einen höheren didaktischen Wert, wie Sie es vorhin sagten, hat? Ja. Ja, genau. Guter Punkt, gute Idee. Also so wie Sie es vielleicht, weil Sie kennen jetzt, selbst diejenigen von Ihnen, die im ersten Semester sind, kennen bestimmt jetzt schon langsam den Unterschied zwischen Vorlesung und Seminar. Vorlesung heißt immer große Gruppe, einer erzählt, viele hören zu. Unidirektional würden die Kommunikationswissenschaftler sagen. Beim Seminar zum Beispiel ist es so, man sitzt zusammen, man unterhält sich, man entwickelt Gedanken gemeinsam, man tauscht sie aus. Und da ist tatsächlich dieser Aspekt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein bisschen
pseudowissenschaftliche Veranschaulichung, kennen Sie wahrscheinlich so, wenn man etwas liest, merkt man sich 10%, wenn man etwas hört und sieht, merkt man sich 30% und wenn man etwas tut, dann merkt man sich 90%. Und da können wir auch alles, glaube ich, dran anknüpfen, können wir sagen, da ist was dran. Geht uns allen so. Ne? Wenn wir etwas gelesen haben, irgendwann ist es wieder weg. Aber wenn man etwas selbst getan hat, dann festigt sich das Wissen schon mal besser. Und genauso ist das natürlich auch, wenn Sie mitdiskutieren. Wenn Sie versuchen, nicht nur sozusagen zu konstruieren, zu rekonstruieren, was ich gerade erzähle, sich ein Bild davon machen, was ich Ihnen erzähle, sondern wenn Sie weiterdenken, weiterschauen, vielleicht auch eine Antwort geben, kluge Fragen stellen zum Beispiel und wir ins Diskutieren kommen. Das heißt, dann merkt man sich tatsächlich mehr und pseudowissenschaftlich, das habe ich gerade so gemein gesagt, ist es deswegen, weil das natürlich mit diesen Prozentzahlen nicht so funktioniert. Aber gedanklich, konzeptionell ist da natürlich was dran. Das heißt, die Idee ist, wenn man selbst aktiv werden kann, zum Beispiel jetzt in der Vorlesung, Sie sind natürlich immer aktiv. Ne? Aktiv sind Sie immer, also selbst wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich jetzt keinesfalls eine weiße Maus vor. Geht gar nicht. Und genau das ist der Punkt, warum ich hier beschwingt aus der Vorlesung rausgehe und merke, gar nichts merke und Sie angestrengt sind und sagen, boah, das war hart heute, weil Sie nämlich all diese Dinge, die ich erkläre und erzähle, ich erkläre und erzähle ja immer dasselbe, also insofern ist es für mich nicht anstrengend, aber Sie mussten sich das vorstellen, Sie mussten sich ein Bild davon machen. Das heißt also, zuhören ist auch ein aktiver Prozess, aber es ist nochmal eine andere Form des Erschließens, wenn Sie selbst einen Satz formulieren müssen, wenn Sie diskutieren, wenn wir ins Gespräch kommen. Und meine Idee war, eben aus diesem Grunde, kann man das irgendwie nicht ein bisschen lernförderlicher machen, selbst in dieser riesengroßen Gruppe? Machen wir es einfach. Probieren wir es. Machen wir es genau so, wie Sie vorgeschlagen haben, damit es eben didaktisch ein bisschen versierter ist, wie Sie vorgeschlagen haben. Nur so eine Idee. Und das probieren wir. Das heißt, konkret, die Idee ist, dass wir in dieser Vorlesung über die Informationsbereitstellung, also über das Unidirektionale hinausgehen. Ich erzähle, Sie hören zu. Sondern wir tatsächlich ins Gespräch kommen. Darüber. Und das ermöglichen wir dazu, macht das im semesterweisen Wechsel, im Wintersemester online, im Sommersemester hier in der Aula und in beiden Fällen auch im Rahmen des Tutoriums. Funktioniert richtig gut, immer wieder, auch in Breakout Rooms, ich erzähle gleich ein bisschen mehr, was das ist, falls Sie das noch nicht kennen sollten. Und es gibt nur eine Voraussetzung. Das ist sozusagen der Nachteil der ganzen Sache. Es setzt voraus, dass alle von Ihnen vorbereitet sind. Nur dann macht es richtig Spaß. Das heißt also, alle müssen sich vorbereitet haben, sollten ein Vorlesungsvideo, das jeweilige passende Vorlesungsvideo zur Sitzung sich angeschaut haben. Sie haben bestimmt im Moodle-Kurs schon mal geschaut und wissen, wie das so aufgebaut ist. Das ist nämlich genau die Idee. Also das heißt, Sie schauen sich in einer Woche, schauen Sie sich ein Vorlesungsvideo an, klären gegebenenfalls Fragen, können ins Tutorium gehen, um sich auszutauschen, reichen vielleicht die eine oder andere kluge Frage dazu ein und kommen in der Folgewoche, dann kommen wir online zusammen an meinem, ich lade Sie ein, an meinen Schreibtisch, da habe ich nämlich alle Bücher und so weiter und so weiter. Dann dürfen Sie mir alle möglichen Fragen stellen, die noch nicht geklärt wurden in der Vorlesung und ich versuche es zu beantworten. Gegebenenfalls kann ich in den Büchern nachschauen bzw. Ihnen noch Tipps geben. Und wir kommen ins Gespräch. Wir können erst in kleinen Gruppen vordiskutieren und im Plenum besprechen wir entsprechend weiter und nochmal intensiver die jeweiligen Inhalte. Das ist die Idee dieser Veranstaltung.
Also, ganz praktisch, in einer Woche bei YouTube, die Links finden Sie alle in Moodle, ein Video anschauen und in der Folgewoche kommen wir zusammen und diskutieren. Und so sieht es dann im Timetable aus, im Fahrplan, im zeitlichen. Aber da würde ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil den haben Sie alle komplett im Moodle-Kurs. Da ist das alles relativ übersichtlich nach Terminen. Da bei dem jeweiligen Termin haben Sie dann die Videos, die Links, dann weiterführende Literatur finden Sie dort. Alles, was Sie brauchen, um sich möglichst gut vorzubereiten. Und beim jeweiligsten nächsten Termin können Sie das dann entsprechend im Online-Austausch austauschen. Sie sehen also dann hier die Termine. Die asynchronen Termine sind immer parallel zum Tutorium. Das heißt also, Sie haben einen asynchronen Termin, können dann parallel dazu am Tutorium teilnehmen. Da empfiehlt es sich dann, dass Sie vorher die Videos geschaut haben, dann können Sie im Tutorium auch gleich mitdiskutieren. Oder Sie schauen partiell im Tutorium das dann gemeinsam, wie sich das ergibt, da sind Sie frei. Und in der Folgewoche, außer bei der nächsten Woche, jetzt da ist ja dieser Feiertag dazwischen, der ist in 14 Tagen, treffen wir uns dann online. Und da ist halt eine Woche später und da geht es dann jeweils um diese Themen. Ich blätter einfach mal weiter. Zwischendrin haben wir dann noch sowas wie die Winterpause, vom 20. Dezember bis zum 9. Januar und am 10. geht es dann entsprechend weiter mit der Mediensozialisation und Lernen über Medien, auch ein Begriff, den wir heute schon genannt haben. Und dann im neuen Jahr dann entsprechend mit dem Lehren und Lernen mit Medien, der Mediendidaktik, hatten wir auch schon kurz gesprochen drüber, geht es dann weiter. Und der letzte Termin, das ist dann die Posterpräsentation, das ist immer ein schönes Highlight, ein schöner Abschluss für alle diejenigen von Ihnen, die 3CP erwerben möchten, sage ich gleich nochmal genauer. Die können dann entsprechend ein Poster vorstellen und dann haben wir nochmal mehr Gelegenheit, in den Austausch zu gehen. Aber das erzähle ich gleich nochmal genauer und den ganzen Plan finden Sie auch komplett im Moodle-Kurs. Im Moodle-Kurs finden Sie übrigens alles, was Sie so brauchen. Tatsächlich alle Termine, es gibt da noch ein extra Handout, wenn Sie das mal kompakt sich ausdrucken wollen, dann ist das noch mal ein bisschen komfortabler, dann haben Sie da eine Übersicht. Die ganzen Schwerpunktthemen, Sie finden weiterführende Literatur, Sie finden Recherchetipps, da gibt es übrigens auch noch einige Videos, in denen Sie weiterführende Recherchetipps bekommen können, wenn Sie das wollen, die sind nicht nur für diese Veranstaltung wichtig, sondern fürs Gesamtstudium. Sie finden dort auch einen Link zum Etherpad, was das genau ist, sage ich Ihnen gleich, und wie Sie kluge Fragen einreichen können und wie Sie sich für die Posterpräsentation anmelden. Auch das sind Begriffe, die Sie jetzt noch nicht gehört haben. Dazu komme ich jetzt nämlich, wenn es um die Studienleistung geht. Der typische Ablauf wäre dann immer der gleiche. Das heißt, zunächst mal schauen wir uns Ihre klugen Fragen an. Wie gesagt, das sage ich gleich, was das genau ist. Gibt dann nochmal die Möglichkeit, so langsam ins Thema reinzukommen. Dann klären wir gegebenenfalls inhaltlich. So in den ersten Veranstaltungen gibt es immer auch wieder organisatorische Fragen. Für mich ist es immer ganz hilfreich, wenn ich sie alle erreichen kann und wenn ich nicht jedem Einzelnen eine Mail schreiben muss. Für Sie ist es eine Mail, für mich sind es, wenn jede von Ihnen eine Mail schreibt, sind es dann 400 gleich. Insofern ist es für mich immer ganz praktisch, auch organisatorische Fragen gibt es immer so ein paar, dann gemeinsam zu klären, Sie haben alle die Antwort. Werden wir auch heute gleich noch nutzen. Und dann gehen wir in die Diskussion, nämlich das Wesentliche, zunächst in den Murmelgruppen, den sogenannten Breakout Rooms und dann im Plenum. Mit der Idee, eben aus dieser Vorlesung etwas Lernförderliches zu machen und aber auch, um zu experimentieren mit den Möglichkeiten, die wir haben. Denn das ist ja auch was ganz Interessantes, was angehende Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer auch mal machen können, dass man nicht immer nur an der Uni dasselbe sieht, sondern dass wir auch mal kreativ damit umgehen. Leistungsnachweis. Das ist natürlich auch wichtig, gleich werden die Stifte gezückt, genau. Was muss ich tun, um einen Baustein zu bekommen? In dieser Veranstaltung kommen insgesamt 9 unterschiedliche Studiengänge zusammen.
Ich habe versucht, das möglichst so zu machen, dass es nicht so komplex ist und habe deswegen das aufgeteilt nach 2CP und 3CP. Die meisten von Ihnen als angehende Lehrerinnen und Lehrer, Sie studieren nach der Studien- und Prüfungsordnung 2015 und damit brauchen Sie 2CP. Das sind die meisten von Ihnen und alle anderen, die entsprechend zum Beispiel an der Uni Stuttgart studieren, Kultur- und Medienbildung studieren, Erwachsenenbildung, dann brauchen Sie 3CP. Und entsprechend unterscheidet sich das ein bisschen, wie Sie Ihren Leistungsnachweis bekommen können. Hier grafisch dargestellt, sieht man es nochmal besser. Aktive Teilnahme und das persönliche Manuskript zieht sich durch, zeige ich Ihnen auch gleich, was sich dahinter verbirgt. Und der Unterschied ist im Wesentlichen dann die kluge Frage für diejenigen, die 2CP machen wollen und die Posterpräsentation ein bisschen aufwendiger, aber mindestens genauso spaßig wie die kluge Frage dann für diejenigen, die 3CP machen wollen. Aktive Teilnahme. Aktive Teilnahme ist tatsächlich ja schon Mitdenken. Mitdenken, dabei sein, ne? Denken Sie an die weiße Maus. Das ist schon aktive Teilnahme. Richtig aktiv und gerade in Bezug auf eine Vorlesung wird es dann, wenn, und darüber hatten wir ja gerade gesprochen, wenn Sie auch mitdiskutieren können. Aktiv mitdiskutieren, das ist dann richtig sinnvoll. Und das setzt aber voraus, und das gehört dann entsprechend auch zur aktiven Teilnahme, dass Sie vorbereitet sind. Weil wenn Sie nicht vorbereitet sind, können Sie nicht mitdiskutieren. Wenn Sie nicht mitdiskutieren können, macht es eigentlich auch keinen Spaß. Also sich hinter einem schwarzen Bildschirm zu verstecken und seinen Namen reinzugeben, ja, ist irgendwie langweilig. Aber dabei zu sein, ist schön. Und dabei zu sein und mitdiskutieren, das bringt auch was. Sie werden sehen, dann lernt man auch. Das heißt also, in eigenem Interesse versuchen Sie sich die Zeit freizuräumen, dass Sie sich gut vorbereiten können und dann entsprechend auch aktiv dabei zu sein. Also mitdenken mindestens und im Idealfall auch weiterdenken, mitdiskutieren und so weiter. In den Breakout Rooms und gerne auch im Plenum. Und wie gesagt, dazu gehört eben auch das Vor- und Nachbereiten. Persönliches Manuskript. Das Nachbereiten ist nämlich genau dieses persönliche Manuskript. Beziehungsweise es gehört auch zum Vorbereiten, kann auch zum Vorbereiten gehören. Vielleicht machen Sie das ja auch ohnehin. Ich habe das während meiner gesamten Studienzeit gemacht. Ich hatte entweder so eine Papierkladde oder noch besser jetzt mit der Möglichkeit, einen Laptop immer dabei zu haben für das jeweilige Fach oder für die jeweilige Veranstaltung ein Dokument und alle Informationen fließen da rein. Und das Geniale eines solchen Manuskripts ist, dass wenn immer Sie sich vorbereiten wollen, zum Beispiel auf eine Modulprüfung oder Ähnliches und überlegen, was habe ich eigentlich damals, ne, was hat er eigentlich damals erzählt und was habe ich mir notiert, was war mir wichtig, dann können Sie entsprechend einfach in dieses Manuskript schauen. Gleiches gilt natürlich auch, wenn Sie die Videos gesehen haben, dann ist vielleicht eine Woche wieder dazwischen, bis wir uns zusammensetzen und darüber diskutieren. Kommt vielleicht ein Feiertag, dann sind es schon 14 Tage. Und dann weiß man nicht mehr genau, was war jetzt genau in den Videos. Und der Mehraufwand, das Video zu sehen und gleichzeitig ein Word-Dokument oder irgendein Dokument, was auch immer, ein Note oder was auch immer Sie nutzen, Pages, offen zu haben und da einfach so ein paar Stichworte reinzutippen. Und dann vor der nächsten Veranstaltung, wenn wir in den Austausch gehen, sich diese Stichworte anzuschauen. Und dann wissen Sie sofort wieder, was Sie sich angeschaut haben. Anders 14 Tage, was war in dem Video? Keine Ahnung. Ich habe so viele Videos dazwischen gesehen und andere Dinge. Keine Ahnung. Also das persönliche Manuskript ist etwas sehr Wertvolles für Ihr gesamtes Studium. Also nicht nur für diese Veranstaltung, sondern für das gesamte Studium, Notizen machen. Wenn immer Sie hier sitzen, wann immer Sie zu Hause sich etwas durchlesen, etwas nachschlagen, einfach kurz Notizen machen. Und ich nutze tatsächlich immer noch solche Manuskripte aus meiner Studienzeit. Wenn mir was einfällt, Mensch, das habe ich doch schon mal notiert,
Und das Tolle ist eben, anders als bei der Papierkladde, wenn Sie das in ein digitales Dokument, also ein Word-Dokument, Pages oder sonst irgendwas, Sie können suchen danach. Sie können nach dem Begriff suchen und Sie finden es. Deswegen also gerne Geräte mit dabei haben, Tablet, Laptop, was auch immer Sie brauchen, und am besten immer fleißig mitschreiben. Und wenn Sie das ohnehin machen, dann können Sie glücklich sein, weil dann ist der zweite Teil Ihrer Studienleistung auch schon ein Haken. Und damit geht es zum dritten Teil für diejenigen, die zwei CPs brauchen. Das ist die kluge Frage. Sie können nach jedem Video, können Sie, wenn Ihr Anfangsbuchstabe des Nachnamens in dem Timetable steht. Sie haben sich vielleicht gewundert, in dem Timetable gibt es solche komischen Buchstaben in Moodle, und das ist genau das. Das meine ich hier. Also wenn Ihr Nachname mit einem A, einem B, einem C oder einem D beginnt, dann können Sie bereits in der nächsten Woche eine kluge Frage einreichen. Und kluge Frage heißt, Sie erstellen eine kluge Frage zum Vorlesungsinhalt und überlegen sich 5 gute Antworten, von denen idealerweise eine korrekt ist. Und genau diese klugen Fragen nutzen wir in der nächsten Veranstaltung dann, also die reichen Sie in Moodle ein, und der Tutor und ich korrigieren die dann übers Wochenende bis zum nächsten Mittwoch, und die würde ich Ihnen dann entsprechend in der nächsten Austauschveranstaltung zum Warmwerden vorstellen. Das heißt also, die können wir dann kollaborativ beantworten. Ich verrate Ihnen nicht die richtige Antwort, aber Sie können selbst prüfen, sind dann immer so 5 bis 15 Fragen, je nachdem wie viele klugen, also das sind sozusagen dann die klügsten der klugen Fragen. Es kommen dann so pro Sitzung kommen dann immer so 50 Fragen etwa zustande, und da suchen wir dann die klügsten der klugen Fragen raus, und die stelle ich Ihnen dann entsprechend vor. Und dann können Sie selbst prüfen, ob Sie diese Antwort hätte geben können. Also wie gut Sie das verstanden haben. Für mich ist es auch eine ganz gute, hilfreiche Rückmeldung, weil für mich gibt es entsprechend auch ein Feedback, wie Sie die Frage formulieren, und das sagt mir dann nochmal, was wir vielleicht im Rahmen der Austauschveranstaltung nochmal besonders nochmal thematisieren können. Also Feedback in beide Richtungen, eine schöne Sache. Wichtig ist aber nur, dass Sie es bis zum Freitag nach der jeweiligen asynchronen Sitzung einreichen, weil nur dann schaffen wir es, dass es dann bis zum nächsten Mittwoch dann auch da ist. Hier habe ich Ihnen mal so ein typisches Beispiel für eine kluge Frage hier in den Foliensatz gestellt. Wir müssen die jetzt nicht durchgehen, und Sie können die wahrscheinlich jetzt noch nicht beantworten. Das können Sie dann erst, wenn Sie sich die Videos entsprechend, es sei denn, Sie kennen sich mit Mediensozialisation aus. Ich lasse die Ihnen im Foliensatz, und ich mache das immer so, dass ich nach der Veranstaltung dann den Foliensatz im Moodle hochlade, und dann finden Sie entsprechend dann auch diese Frage und können mal sich das genauer anschauen. War ich daran zu schnell, glaube ich. So, hier habe ich Ihnen nochmal, und das würde ich jetzt auch nicht so detailliert anschauen, da stehen im Prinzip die Termine nochmal, die finden Sie aber auch in dem zeitlichen Fahrplan in Moodle. Nur dann können Sie sich, wenn Sie wollen, jetzt schon mal für Ihren Nachnamen schon mal den Termin notieren. Klassiker nehme ich mal vorweg, es kann immer mal passieren, dass Sie dann eine Veranstaltung versäumen oder nicht rechtzeitig einreichen können, überhaupt kein Beinbruch. Wir machen das mit den Buchstaben auch nur deswegen, damit sich das so ein bisschen über die Vorlesung verteilt, damit wir nicht 100 Fragen zu einem Thema haben und dann 0 Fragen zu dem anderen. Und so verteilt sich das ein bisschen besser. Also sollten Sie mal die Abgabe vergessen haben, nicht per Mail nachschicken, sondern einfach bei der nächsten Abgabe dann nachreichen. Digitales Poster, das ist für diejenigen, die 3 CP einreichen, die 3 CP benötigen, also Bildungswissenschaften, Comedi zum Beispiel oder auch Studiengänge der PSE. Suchen Sie sich ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen
die wie Sie auch das Poster machen. Die Möglichkeit gibt es online auch noch ein paar Mal. Ich werde Sie auch immer wieder dran erinnern. Und gibt es dann online auch die Möglichkeit, dass Sie sich direkt treffen können und direkt auch das Poster vorbereiten können, wenn Sie wollen. Im Anschluss oder im Vorfeld, je nachdem. Und bereiten Sie ein Poster vor. Poster heißt eine PowerPoint-Folie oder Keynote-Folie, je nachdem, was Sie nutzen, oder auch ein PDF, auf der Sie zeigen können im Plenum, das können Sie dann freigeben für Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen und können dann in der Gruppe dieses Poster vorstellen zu einer Frage aus der Vorlesung, die Sie besonders interessiert. Thema oder eine bestimmte Fragestellung. Sie machen es immer ein bisschen leichter, wenn Sie eine Fragestellung nehmen, weil die kann man dann gerade in der knappen Zeit dann auch präziser beantworten. Und dann in der letzten Sitzung, das ist dann immer auch ein schönes Highlight dieser Veranstaltung, schauen wir uns dann entsprechend diese Poster an und kommen über die Poster auch nochmal ins Gespräch. Also da gibt es nochmal so einen Rundumblick über die gesamte Vorlesung. Und gerade über die Dinge, die Sie besonders interessant, besonders diskussionswürdig finden. Das Wesentliche da ist die Recherche und Ergebnis soll dann entsprechend sein, eine gut lesbare Folie, die Sie entsprechend dann einfach beim letzten Termin teilen können und die wir dann gemeinsam besprechen. Aber da sage ich noch dazu und da gebe ich dann noch eine Erinnerung im Laufe der Austauschveranstaltung. Und da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass Sie einander nochmal vernetzen können, Gruppen bilden können und sich dann auch in Moodle kurz vorher eintragen. Eine Frage, die standardmäßig kommt, Sie merken schon, jetzt kommen so die Frequently Asked Questions so langsam. Gibt es einen Inklusionspunkt? Nein. Und es hat den einfachen Grund, dass ein Punkt, ein CP normalerweise mit einem Workload von 30 Stunden einhergeht. Und dafür ist es tatsächlich, also Medienbildung und Inklusion ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Man kann das wunderbar verknüpfen. Aber das Thema kommt in dieser Veranstaltung, weil es eine Einführungsveranstaltung ist, zu kurz und deswegen wäre es merkwürdig, wenn ich dafür dann 30 Punkte gebe für etwas, was Sie so intensiv gar nicht behandelt haben. Also deswegen kein Inklusionspunkt. Es gibt aber viele Veranstaltungen aus der Medienpädagogik, in denen es einen Inklusionspunkt gibt und in denen das gerade Medienpädagogik und Inklusion auch zusammengedacht wird. Es gibt vielleicht einige von Ihnen, die sagen, ich bin schon ein bisschen weiter im Studium und ich würde gerne nicht nur einen Baustein hier machen, also einen Leistungspunkt, eine Studienleistung, sondern ich überlege auch, ob ich vielleicht eine Modulprüfung mache, eine semesterbegleitende Modulabschlussprüfung, wie es korrekterweise heißt. Und da gibt es hier in dieser Veranstaltung etwas, ein besonderes Format, was Sie vielleicht aus anderen Veranstaltungen nicht kennen, nämlich ein sogenanntes Video-Essay. Das heißt also, Sie können ein Video erstellen für Ihre Abschlussprüfung über die vorlesungsfreie Zeit. Im Wintersemester ist es immer dann der Termin der 31. März, im Sommersemester wäre es dann entsprechend der 30. September. Sie können also über die vorlesungsfreie Zeit ein Video erstellen. Wie Sie dieses Video erstellen, welches Genre dieses Video hat, bleibt komplett Ihnen überlassen. Wir haben schon wirklich tolle Videos, wir haben Interviews gehabt, Musikvideos, Vorträge, alles ist denkbar, kleine kurze Spielfilme, alles ist denkbar. Hauptsache, Sie thematisieren das, was Sie hier entsprechend in der Vorlesung gelernt haben und was Sie entsprechend besonders wesentlich fanden. Da passt natürlich nicht in so ein kurzes Video, passt natürlich nicht die ganze Vorlesung rein, aber halt so ein Aspekt, der Ihnen besonders wichtig war, den können Sie im Rahmen der Modulprüfung thematisieren. Und wenn Sie das sich genauer, müssen Sie sich jetzt auch noch nicht entschieden haben, das kann man alles ganz in Ruhe im Laufe des Semesters, können Sie überlegen, ob Sie das dort machen. Sie müssen erst mal schauen, was in anderen Veranstaltungen ist und dann noch abwägen, ne, was Ihnen da am besten zusagt. Das heißt also, hier reicht es dicke, wenn Sie sich entscheiden, spätestens Mitte Januar, da müssen Sie sich entsprechend für die Modulprüfung angemeldet haben. Aber bis dahin gibt es noch ganz viele Gelegenheiten, nochmal zu fragen, was bedeutet das, was könnte man machen und so. Und auch im Tutorium
habe das immer gerne auch gerne gemacht, auch darüber nachzudenken, was wären jetzt typische Fragen, die man vielleicht auch im Video-Essay besprechen könnte. Wenn Sie mehr zu dem Video-Essay wissen wollen, damit ich ein bisschen Zeit spare, habe ich ein kleines Video gemacht über diese Prüfungsform. Das finden Sie hier. Also da oben ist die URL für meinen YouTube-Channel und das finden Sie bei diesen Videos, die so ein bisschen diesen braunen Hintergrund haben. Das sind Videos aus der Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Tatsächlich, ist kein Witz, da sitze ich tatsächlich im Schaukelstuhl von meinem Uropa, ist das? Schaukelstuhl ist älter als ich und knarzt auch schon, noch mehr als ich. Und da erzähle ich Dinge über die Medienpädagogik, erzähle auch ein paar Dinge, die vielleicht wichtig sind für diejenigen, die gerade angefangen haben zu studieren, also wie man, und auch wie man in der Medienpädagogik forscht zum Beispiel, was zu beachten gilt, wenn man eine Masterarbeit schreibt, was man beachten kann, wenn man eine empirische Arbeit schreibt und so weiter, also wenn man Literatur recherchiert und so weiter. All das erkläre ich im Schaukelstuhl und in diesem Video erkläre ich eben im Schaukelstuhl, was das Video-Essay ist und erzähle über die Genres, wie sie arbeiten können und so weiter. Also in aller Ruhe mal angucken, wenn Sie Zeit dafür haben und dann wissen Sie, ob Sie da entsprechend mitmachen wollen oder nicht. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, diejenigen von Ihnen, die nur den Baustein wollen, das wollen die meisten von Ihnen, nämlich die Studienleistung, Sie müssen kein Video-Essay machen. Also Video-Essay ist wirklich nur für diejenigen, die im Modul schon so weit studiert haben, dass sie eine Modulabschlussprüfung machen wollen. Also für alle anderen reicht die kluge Frage, das aktiv mit dabei sein, das persönliche Manuskript reicht voll und ganz. Und wichtig hier nochmal, dieser Termin ist ein Ausschlusstermin, also für diejenigen, die das machen wollen, sind zwei Termine wichtig, die Anmeldung beim Prüfungsamt, nicht bei mir anmelden, sondern muss offiziell beim Prüfungsamt sein, weil ist eine Modulprüfung und dann entsprechend die Abgabe bis zum 31. März. Kommen zu einer der letzten Folien, so langsam. Das Wichtigste im Studium, und damit habe ich ja heute begonnen, ist Fragen stellen. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich dafür auch entsprechend Zeit haben. Fragen stellen, organisatorische Fragen, inhaltliche Fragen. Und da gibt es einige Möglichkeiten, über die Sie entsprechend Fragen stellen können. Natürlich in den Austauschveranstaltungen, ganz, ganz klar. Und natürlich können Sie uns über das Tutorium erreichen oder in den Austauschveranstaltungen selbst. Nach der Veranstaltung sind wir immer für Sie da und entsprechend auch für persönliche Fragen. Sie können natürlich auch eine Mail senden. Eine Bitte, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angeteasert, eine Mail für Sie sind 400 Mails für den Tutor oder für mich. Und das macht es immer ein bisschen schwieriger und deswegen ist es immer auch hilfreich, wenn Sie, bevor Sie eine Mail senden, zum Beispiel mit der Frage, wo findet die nächste Veranstaltung statt, oder klassischerweise die Dinge, die Sie in den FAQs, in den Frequently Asked Questions finden können, die finden Sie nämlich auch im Moodle-Kurs. Also da habe ich mir die Arbeit gemacht, über die Jahre einfach alle typischen Fragen, die Sie üblicherweise haben, zu sammeln und die finden Sie einfach unten im Moodle-Kurs. Das heißt also, da müssen Sie keine Mail schreiben und ich Ihnen keine Mail antworten. Und glauben Sie mir, es entlastet mich enorm, wenn Sie vorher, bevor Sie eine Mail schreiben, weil ich antworte gerne, aber noch lieber, wenn es eine neue Frage ist. Wenn Ihnen aber eine solche neue Frage begegnet, vielleicht kommt sie dann ja auch in die FAQs, erstmal kurz in den FAQs gucken, ob sie nicht vielleicht schon geklärt ist. Ansonsten auch eine ganz nette Möglichkeit und gerade bei so einer großen Gruppe immer ganz gerne auch genommen, machen Sie doch eine WhatsApp-Gruppe oder Ähnliches, in dem Sie auch weitere Dinge dann weiter besprechen können. Vielleicht gehen aber schon die Zettel rum. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel auch, um die Links zu teilen, ein Etherpad. Das ist, wer Etherpads nicht kennt, es lässt sich ganz einfach beschreiben. Es ist wie ein Word-Dokument, das im Netz steht. Alle dürfen reinschreiben, alle können lesen. Alle können lesen, alle können schreiben.
Und das heißt, wenn Sie inhaltliche Fragen haben, organisatorische Fragen haben, schreiben Sie einfach in dieses Etherpad. Das sieht dann so aus. Ne? Einfach nur eine Webseite, gibt eine URL und Sie können reinschreiben. Jeder hat eine eigene Farbe. Und Sie können sich natürlich auch gegenseitig dann die Antworten geben, wenn Sie sie kennen. Ne? Zum Beispiel war Klassiker in der letzten Veranstaltung, steht in den FAQs. Ist immer nett, wenn Sie es reinschreiben. Wenn Sie es nicht reinschreiben oder wenn Sie die Antwort nicht wissen, dann schreiben wir entsprechend dann die Antwort rein. Also wir gucken da auch regelmäßig rein. Und es gibt nochmal so eine extra Austauschmöglichkeit. Vielleicht haben Sie auch Ideen, was man inhaltlich noch besprechen könnte in der nächsten Sitzung. Ihnen fällt was ein bei den Videos und Sie wollen das gerne loswerden. Einfach kurz ins Etherpad schreiben. Dann gucken wir entsprechend rein und bereiten es entweder im Tutorium oder in der Austauschveranstaltung vor. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal das Stichwort genannt, nämlich das Tutorium. Aber den, der das Tutorium anbietet, kennen Sie vielleicht noch gar nicht. Und das sollten wir jetzt ändern. Test. So, jetzt. Ach, super. Genau, dann meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, auch erstmal von mir ein herzliches Willkommen zur Vorlesung Einführung in die Medienpädagogik. Genau, ich bin Nikolas Bungert, ich studiere im 6. Semester Grundschullehramt mit den Fächern Deutsch und Sachunterricht mit dem Schwerpunkt Technik und bin der Tutor der Veranstaltung. Manche von euch haben jetzt vielleicht die Frage, was ist überhaupt ein Tutor, was macht ein Tutor? Ein Tutor im Allgemeinen assistiert Professoren zum Beispiel eben bei akademischen Belangen, indem sie ein Tutorium ausbringen oder in Forschungsarbeiten, indem sie da zum Beispiel Aufgaben erledigen. Oder ich bin auch für euch da eben, dass ihr zum Beispiel mit mir kommunizieren könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen über die Vorlesung habt, sei es nun organisatorischer oder inhaltlicher Art. Wie in jedem Semester haben wir auch in diesem Semester wieder ein Tutorium für euch eingeplant. Das Tutorium findet jeweils zu den asynchronen Veranstaltungselementen statt, hier in der Aula, das heißt kein anderer Raum. Und da geht es einfach darum, dass wir Veranstaltungsinhalte vordiskutieren, dass wir potenziell offene Fragen debattieren und dass wir einfach uns mal ein bisschen intensiver noch mit den Inhalten auseinandersetzen. Manchmal sind es auch Exkurse, wenn irgendwas aufkommt. Zum Beispiel haben wir im letzten Semester immer gern gemacht, dass wir ein Medienkompetenz-Quiz, was auch in der Vorlesung thematisiert wird, gemacht haben. Und da wir dann einfach mal festgestellt haben, wie medienkompetent sind wir denn eigentlich alle, die diese Vorlesung besuchen. Oder wir haben ChatGPT, man hat mit ChatGPT ein bisschen noch experimentiert. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas sehr Lohnenswertes. Und ich würde mich sehr freuen, einige von euch dort begrüßen zu dürfen. Je mehr, desto besser. Es ist einfach schön, wenn viele Leute partizipieren und wir dann eine schöne Diskussionskultur da etablieren können. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Ja, ich kann das. Vielen Dank, Herr Bungert. Und ich kann wirklich nur Werbung machen für das Tutorium. Es ist immer hervorragend organisiert und nochmals bringt nochmal so eine ganz andere Perspektive als eben nur die Vorlesungen darauf. Und wir haben extra einen nicht allzu kleinen Raum ausgesucht. Sie dürfen sich wieder hier treffen und bis dahin ist hoffentlich auch die Catchbox wieder repariert und dann ist da gleichzeitig auch noch ein bisschen medienpädagogische Sportstunde dabei. Okay. Herr Bungert hat das Stichwort schon genannt, bevor wir gleich zu den weiteren Fragen kommen und auch noch ein bisschen den Werbeteil. Sie haben gemerkt, so das Tutorium ist schon der erste Teil des Werbeteils. Wenn es noch organisatorische Fragen gibt, am besten gerne an Herrn Bungert wenden. Wenn es inhaltliche Fragen gibt, können Sie immer nach der Austauschveranstaltung direkt. Das ist natürlich perfekt, weil dann kriegen es alle Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen mit. Oder auch im Anschluss, wenn es persönliche Fragen gibt. Ich bleibe immer so lange, auch im Zoom, genauso wie hier, bis wirklich die letzte Frage beantwortet ist. Wenn es umfängliche Beratungsbedarf gibt, können Sie natürlich auch meine Sprechstunde nutzen. Die ist aber zum Semesterstart immer relativ ausgebucht. Aber da, wenn Sie spätestens 2 Tage vorher sich melden, funktioniert das in der Regel. Und dann müssen Sie nur sagen, ob Sie einen Online-Termin oder einen persönlichen Termin wollen hier vor Ort und dann schicke ich Ihnen den nächstmöglichen Termin.
Jetzt zum Werbeteil, ganz kurz, bevor es gleich zu Ihren Fragen geht. Falls Sie jemand fragen sollte, es sieht zwar alles recht vollständig aus hier, aber falls jemand fragen sollte, mir ging es nicht gut, ich konnte nicht kommen, ich habe es verpasst, wie kann ich das entsprechend nachholen, können Sie einfach sagen, guck in den Moodle-Kurs, da steht im Prinzip alles drin. Wenn jemand diese Veranstaltung aus dem letzten Semester noch sich anschauen möchte, dieses Video, oder Sie sagen, ich will das nochmal sehen, vielleicht das mit der Pantomime, dann können Sie entsprechend in den Kurs vom letzten Semester schauen. Da finden Sie entsprechend, also in YouTube schauen, da finden Sie entsprechend die Aufzeichnung vom letzten Mal. Und können sich das entsprechend nochmal anschauen oder den Kommilitonen oder die Kommilitonen entsprechend informieren, dass sie das sich nochmal angucken können. Und für die Vorbereitung für die übernächste Woche, denken Sie dran, dazwischen ist ja ein Feiertag, finden Sie entsprechend alle Informationen in Moodle. Dort finden Sie dann entsprechend, so sieht das dann aus, die Links zu den Videos, die Sie sich dann anschauen können und darunter dann entsprechend die Folien von der damaligen Vorlesung und dann gibt es immer jeweils noch die Folien dazu in synchronen Sitzungen, also mit den klugen Fragen und allem, was wir entsprechend diskutiert haben. Also da finden Sie dann insgesamt im Moodle-Kurs, der auch noch ein bisschen anwachsen wird, die ganzen weiterführenden Infos. Da auch die Abgabemöglichkeit für die kluge Frage der jeweiligen Woche und unten drunter noch ein bisschen weiterführende Literatur, wenn Sie sagen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, das interessiert mich, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiterlesen. Hier sogar noch ein bisschen mehr, wenn Sie weiter im Moodle-Kurs scrollen, weiter runter zur Literatur, finden Sie dann noch ein bisschen weiterführende Literatur, die Sie dann extra nicht kaufen müssen, sondern die Sie direkt dort mit den entsprechenden Abschnitten, habe ich Ihnen die wichtigsten Sachen auch schon eingescannt und die finden Sie dann entsprechend dort direkt als PDF. Und einer der letzten Punkte hatte ich vorhin schon vorweggenommen, die kleine Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Wenn Sie sagen, ach, da ist eine interessante Frage noch dabei, die will ich mir noch anschauen, dann können Sie da mal durchstöbern. Es ist mittlerweile aufgeteilt, sind ein paar Videos dazugekommen und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Und deswegen habe ich das aufgeteilt in Videos zur Medienpädagogik, Videos zu den Bezugsdisziplinen, wie beispielsweise auch Informatik gehört dazu. Einige Videos zu ChatGPT und KI sind auch in der letzten Zeit dazugekommen, als das damals relativ neu war, November, Dezember. Ist natürlich immer ein Blick auch in die jeweilige Zeit. Und es gibt auch ein paar Videos, hatte ich vorhin schon gesagt, gerade für diejenigen, die mit dem Studium beginnen, so ein paar typische Fragen. Oder auch für diejenigen, die gerne eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit in der Medienpädagogik schreiben wollen, mit ganz praktischen Tipps, wie macht man das eigentlich, wie kann man das machen, woran muss man denken, gerade bei medienpädagogischen bzw. Empirischen Arbeiten. Und jetzt wurde ich noch gebeten, noch etwas Werbung zu machen. Der Tutor hat sich schon vorgestellt, aber Sie hätten auch die Möglichkeit, Tutorin oder Tutor zu werden. Und zwar gibt es an der PH die Besonderheit, sich zur E-Tutorin oder zum E-Tutor aus weiterbilden, weiter qualifizieren zu lassen. Das heißt, da hätten Sie dann die Möglichkeit, die im Rahmen dieser Vorlesung, gerade im Kontext Lehren und Lernen mit Medien erworbenen Inhalte, Fertigkeiten dann direkt auch zu erproben. Ich habe mir sagen lassen von Frau Geißert und von Frau Knott, dass es noch freie Plätze gibt. Also das heißt, wenn Sie da sich informieren wollen, übrigens auch natürlich nicht nur etwas lernen, sondern auch ein bisschen Geld verdienen, diese Tutorinnen und Tutoren werden nämlich entsprechend auch bezahlt, also müssen nicht nur arbeiten, sondern dürfen auch was verdienen. Das ist ja durchaus auch ein Aspekt von des Tutorseins, dass man nämlich lernt und dabei ist. Man wird nicht reich, um es vorwegzunehmen, ne? Herr Bungert lacht, aber also man wird nicht reich, aber man ist hier an der PH, man kann ein bisschen unterstützen, man kann so gleich das, was man erlernt hat, auch praktisch anwenden. Ist eine schöne Sache. Wenn Sie sich dafür interessieren, einfach bei dieser Mailadresse melden. Und jetzt noch
Der letzte Tipp noch vor den Fragen. Ist auch eine ganz schöne Sache. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Es gibt an der PH Studienprofile. Das ist die Möglichkeit, mit der Sie Ihrem Studium nochmal so einen eigenen Touch geben können, nochmal so eine eigene inhaltliche Erweiterung. Gibt sehr unterschiedliche Studienprofile. Das älteste Studienprofil, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ist das Studienprofil Grundbildung Medien. Und wenn Sie sich grundsätzlich dafür interessieren, was hier in der Vorlesung passiert, wenn Sie sagen, ach, irgendwie ganz klingt interessant, und wenn Sie angehende Lehrerinnen, angehende Lehrer sind, dann hätten Sie die Möglichkeit, dieses Studienprofil zu studieren. Und der Vorteil, ich sage es auch gleich mal ganz, ganz klar, man kann ganz viel, was Sie hier als Pflichtveranstaltung besuchen müssen, sich dort entsprechend anrechnen lassen. Auch eine schöne Sache. Und darüber, was ja auch immer so ein Ding ist, weil das ist halt eine Einführungsvorlesung, also gerade bei der Medienpädagogik wird es ja richtig interessant, wenn man auch Dinge auch ein bisschen mehr machen kann. Da sage ich in der letzten Veranstaltung auch noch was, was Sie, wenn Sie entsprechend gemerkt haben, das ist was ganz Interessantes, war nicht nur eine Pflichtveranstaltung, da ist tatsächlich etwas, was ich für mein Lehrerinnen, Lehrer sein, für mein Pädagoginnen, Pädagogen sein noch weiter gebrauchen kann, gebe ich Ihnen noch ein paar praktische Tipps. Wenn Sie dieses Studienprofil studieren, dann bekommen Sie sozusagen diese ganzen Praxisdinge, diese ganze Praxis noch ergänzend zu dieser eher etwas theoretischen Vorlesung noch dazu. Also, das war der Werbeblock. Wer sich dafür interessiert, ich habe hier ein paar Flyer noch dazu, können sich gerne später hier einen mitnehmen. Und damit wären wir bei dem Punkt, gibt es noch Fragen hier, die wir in der großen Gruppe noch beantworten können? Wer hat noch Fragen? Trauen Sie sich? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das sieht von hier vorne immer ganz lustig aus. Ich beschreibe das mal, es ist dann immer so, ich sehe dann von hier vorne so. Ja, also einige arbeiten mit sich. Ich würde ganz gerne eine Frage stellen, aber ich traue mich nicht, weil die Gruppe so groß ist. Ne? Spätestens wenn die Frage dann draußen ist, dann gucke ich hier in 200 erleichterte Gesichter, mindestens, weil Sie nämlich dieselbe Frage gehabt hätten. Deswegen, also Sie trauen sich, genau. Ja, das ist gerade der Punkt. Muss man erst alle Anschreibungen gelegt haben, damit man sich schreiben darf? Nein, müssen Sie nicht, aber es ist empfohlen. Also das heißt nicht gleich das Erste, denn die Idee ist ja, als Modulabschlussprüfung sollten Sie schon ein bisschen breitere Einschätzung haben von dem jeweiligen Modul. Sagen Sie es noch ein bisschen lauter, weil es wird so ein bisschen unruhig. Das heißt ja nicht schlimmer, wenn das zum Beispiel die SP-Begleitung noch nicht gemacht hat. Nein, definitiv, genau. Ja, können Sie gerne. Sie haben noch eine Frage, ja? Ja, tatsächlich für unsere was unsere Leistungsfähigkeit betrifft. Ich hatte jetzt im letzten Semester weit über 300 Modulprüfungen. Das hat tatsächlich meine gesamte vorlesungsfreie Zeit gesprengt. Das schaffe ich nicht mehr. Also ja, aber ich glaube, das funktioniert letzten Endes. Hat bisher immer funktioniert. Wir haben eine Härtefallregelung, aber wir fragen erst nochmal normal einfach in die Runde, und bisher war es immer so, dass ich alle bedienen konnte. Ja. Hoffe, dass das so bleibt. Wenn Sie jetzt nicht alle wollen, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja. Ist die Modulprüfung benotet oder wird die mit bestanden oder nicht bestanden? Die Modulprüfung muss benotet werden. Und die Kriterien dafür, für diese Benotung, wir haben einen Kriterienkatalog, die sind öffentlich. Das heißt, die finden Sie im Moodle-Kurs und die stelle ich auch in dem Video kurz vor. Ja? Sehr gute Frage. Das Tutorium ist immer parallel zu den asynchronen Sitzungen
Und die Termine dafür finden Sie komplett im Moodle-Kurs. Das heißt, da sehen Sie immer auch asynchroner Termin, parallel dazu das Tutorium und dann wieder im Wechsel mit den Online-Austauschveranstaltungen. Jetzt haben wir hier noch zwei Fragen. Ja? Nein, das Tutorium ist nicht verpflichtend. Genau. Aber highly recommended. Ja. Das ist eine gute Idee. Könnte man mal überlegen, ob wir ein paar von den alten Postern, könnte ich überlegen. Wobei es tatsächlich, eigentlich ist es viel einfacher, als man jetzt so denkt, weil ich denke so laut darüber nach, weil wenn man jetzt einen Poster zeigt, eigentlich wird es erst kreativ, wenn man so, ich denke nochmal drüber nach, ja. Weil immer wenn man sowas, wenn man ein Beispiel zeigt, dann sehen plötzlich alle Sachen genauso aus wie das Beispiel. Ne? Und dann müsste ich wirklich einige zeigen. Aber an sich ja. Ja. Sagen Sie es nochmal wieder. Ja, auch diese Frage beantworte ich in dem Video. Maximal aber zu zweit. Jetzt noch eine Frage, ja? Das ist das Etherpad. Das ist genau das Etherpad. Ja. Nee, aber in Moodle finden Sie den Link fürs Etherpad und dann müssen Sie gar nicht lange suchen. Aber das macht es tatsächlich einfacher. Fragen zum Ersten, zum Zweiten und zum... Und ich glaube, die meisten müssen von Ihnen schon zur S-Bahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restmittwoch. Alles Gute. Wir sehen uns übernächste Woche. Denken wir an den Freitag. Tschüss.